Grüß Gott, herzlich willkommen bei Katholisch 1 TV, Ihrem Bistumsfernsehen. Und das sind heute unsere Themen. Auf Spurensuche, Heiligenverehrung in Südtirol. Unser Ulrich Augsburgs Bistumsheiliger ist auch in Norditalien kein Unbekannter. Auf der Suche nach Gott ist Herr Braun. Der bekannte Augsburger Kabarettist zeigt sich dabei von einer ganz neuen Seite. Und wo kommt das Geld her? Wo geht es hin? Das Bistum Augsburg hat seinen Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 vorgestellt. Ehe es jetzt bei uns ums Geld geht, denn das kommt jetzt gleich, das Wichtigste zuerst. Wir wünschen allen Müttern alles Liebe und Schöne zum Muttertag. Ich meiner Mama natürlich auch. Was wären wir ohne unsere Mütter? Danke. Das musste jetzt einfach mal gesagt werden. Und jetzt kommen wir ohne weitere Umschweife zum Geld. Denn das Bistum hat den neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 vorgelegt. Der erste Haushalt, den Finanzdirektor Dominikus Kleindienst verantwortet. Und da gibt es gleich mal ganz Erfreuliches, denn die Finanzlage hat sich nach einem Defizit im Jahr 2021 wieder stabilisiert. Jedenfalls wird für die zwei kommenden Jahre ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Das Wichtigste gleich vorneweg. Der Haushalt des Bistums ist wieder ausgeglichen. Nachdem im vergangenen Doppelhaushalt zum ersten Mal überhaupt mit einem Verlust gerechnet worden war, Corona ließ grüßen, ist jetzt wieder Erholung in Sicht. Das Haushaltsvolumen ist mit 455,8 Millionen Euro für dieses Jahr und mit 462,4 Millionen Euro für nächstes Jahr geplant. Eine leichte Steigerung zu den Vorjahren. Die wesentliche Einnahmequelle ist und bleibt die Kirchensteuer, die mit 390 Millionen Euro etwa auf dem Niveau der Vorjahre stagniert. Daneben gibt es noch Einnahmen des Bistums aus ganz verschiedenen Quellen. Dazu gehören Spenden genauso wie Erträge aus eigenen wirtschaftlichen Tätigkeiten, also wenn die Kirche Geld verdient. 85% aller Aufwendungen werden durch die Kirchensteuer finanziert. Der größte Posten auf der Ausgabenseite ist, wie in den vergangenen Jahren schon, die Pfarrseelsorge, zu der auch die Personalkosten gezählt werden und die Zuwendungen an die kirchlichen Stiftungen, also die Pfarreien. Außerdem werden in die Betreuung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen jährlich etwa 17,6 Millionen Euro investiert. Davon profitieren 50.000 Kinder und Jugendliche und ihre Familien im gesamten Bistum. Gefördert wird darüber hinaus die ganze Palette der karitativen Zwecke. Das geht über Schwangerenberatung, Familienhilfe, Angebote für alte Menschen in ambulanten oder stationären Einrichtungen bis hin zur Unterstützung bei Krankheit. Der Diözesan Caritasverband erhält Zuschüsse in Höhe von 9,75 Millionen Euro in diesem Jahr und 10,88 Millionen Euro im Jahr 2024. Im Doppelhaushalt ist auch wieder für den Bausektor viel Geld eingestellt. Hier zeigt sich ebenfalls die Kontinuität der Planungen, inzwischen über viele Jahre hinweg. In den kommenden zwei Jahren sind insgesamt 72,8 Millionen Euro für Baumaßnahmen in den Kirchenstiftungen geplant. Auch die Studenten profitieren, zum Beispiel vom Neubau eines Studentenwohnheims in Augsburg und von Wohnungen in Benediktbeuern. Das Bistum Augsburg erweist sich weiterhin als verlässlicher Partner und Auftraggeber für die heimische Bauwirtschaft. Das gilt sowohl im Rahmen von Neubaumaßnahmen als auch im Bereich von notwendigen Sanierungen. Stichwort unter anderem Heizungstechnik. Der neue Finanzdirektor Dominikus Kleindienst hat seine Hausaufgaben gemacht. Der Plan für die nächsten zwei Jahre steht und muss sich ab jetzt an der Wirklichkeit messen lassen. Einen kleinen Überblick haben wir jetzt schon bekommen. Das waren natürlich eine Menge Zahlen auf einmal. Um das alles ein bisschen besser einordnen zu können und um mehr über die Finanzen des Bistums zu erfahren, habe ich mich mit Finanzdirektor Dominikus Kleindienst zum Interview verabredet. Herr Dr. Kleindienst, der Doppelhaushalt 2019-2020, da ging das Volumen das erste Mal über 400 Millionen Euro. Jetzt sind wir schon bei 450 Millionen Euro, so roundabout. Das Bistum scheint ja im Geld zu schwimmen, das wird ja immer mehr. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren profitiert haben von einer positiven, einer relativ guten wirtschaftlichen Entwicklung. Nichtsdestotrotz muss man sehen, dass die Aufwandsseite deutlich dynamischer wächst. Also einmal die Energiekosten, insbesondere aber die Personalkosten. Ja, also insofern kommt es weniger auf das Volumen des Haushalts an, als vielmehr auf die Frage, ob wir in der Lage sind, alle Aufgaben der Kirche für die Menschen in der Gesellschaft
zu erfüllen. Und da werden wir mit diesem ausgeglichenen Haushalt gut unterwegs sein. Sie haben es gerade gesagt, der Haushalt ist ja ausgeglichen. Also insofern können Sie alles finanzieren, was Sie finanzieren wollen. Wie werden an Sie diese Wünsche und Investitionslisten herangetragen? Müssen Sie da austarieren zwischen verschiedenen Interessen? Oder wie geht das eigentlich? Wie wird so ein Haushalt aufgestellt? Zunächst mal gibt es aus den verschiedenen Bereichen Haushaltsanträge. Ja? Und bei diesem vorliegenden Haushalt hatten wir dann einen Prozess, in dem wir systematisch hinterfragt haben, ob diese Anmeldungen aus pastoraler Sicht, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll tragbar sind. Und so sind wir dann auch auf einen ausgeglichenen Haushalt gekommen. Ganz wichtig ist dabei auch zu wissen, dass diese Abwägungsentscheidungen nicht aus der Finanzkammer getroffen werden können, sondern dass sie natürlich von pastoraler Seite kommen müssen. Und am Ende des Tages gibt es auch ein Gremium, das sich aus erfahrenen Laien und Geistlichen zusammensetzt, der Diözesanen Steuerausschuss, der diesen Haushalt verabschiedet und der auch meiner Erfahrung nach da ganz genau weiß, wo er hinschauen muss. Einer der größten Haushaltsausgabenpunkte ist ja tatsächlich immer, geht alles in die Pfarrseelsorge. Das ist ja ganz, ganz viel, der größte Kostenpunkt. Da gehört natürlich auch dazu Personalkosten für Priester, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Pfarreien. Ist das das Grundsatzprinzip des Haushaltes, das Sie jetzt auch so fortführen, Seelsorge hochhalten, auch mit Geld? Ja, absolut. Also die Seelsorge ist wirklich die Kernaufgabe der Diözese. Und wenn wir sicherstellen können, dass das Geld eben bei den Kirchenstiftungen oder vor Ort da ankommt, wo das Geld gebraucht wird, wo wir den Leuten helfen können, wo wir ihnen beistehen können, wo wir ihnen signalisieren können und zeigen können, du bist nicht allein, da ist das Geld also richtig. Was mir auch wieder auffällt, ist, wieder werden viele Investitionen getätigt im Bereich Kinder und Jugendliche. Geht da das Bistum wirklich in die Zukunft, in die eigene Zukunft? Es ist so, dass Kinder und Jugendliche die Zukunft sind. Insofern ist es auch so, dass tatsächlich die Nachfrage nach diesen Angeboten, wir haben 46 Schulen in katholischer Trägerschaft und über 400 Kindertagesstätten in katholischer Trägerschaft, sehr hoch ist. Warum ist es so? Weil die Menschen wissen, dass hier professionell gearbeitet wird und dass eben auch die christliche Wertevermittlung stattfindet. Und von daher ist das Geld hier sicher sehr gut angelegt für die Zukunft. Kontinuität ist ein Stichwort eigentlich, dass man über die vielen, vielen Jahre, wenn man sich die Haushaltspläne anschaut, beobachten kann. Und da fällt auch auf, dass wirklich viel Geld immer in den Bereich Bauen, Neubau und aber auch Sanierung von Gebäuden geht. Ich sage die Zahlen mal, 37 Millionen haben Sie jetzt eingestellt für dieses Jahr, 35 Millionen Euro für nächstes Jahr. Das ist eine Menge Geld. Fehlt so viel Geld dann nicht eigentlich woanders, dann doch eher bei den Menschen? Der Bauunterhalt ist in gewisser Weise ja eine Pflichtaufgabe. Es gibt ja die vielen Gebäude, sakrale Gebäude, Pfarrheime. Und für die sind wir natürlich verantwortlich. Der Bauetat, wie er jetzt im Haushalt steht, ist das Ergebnis tatsächlich auch von Kürzungen. Ja, also eigentlich, wenn wir die Menge an Sakralgebäuden und Pfarrheimen zur Zufriedenheit aller erhalten wollten, dann bräuchten wir einen viel größeren Bauetat. Insofern müssen wir an der Stelle priorisieren und uns auch fokussieren, sodass wir im Bereich zum Beispiel der Seelsorge entsprechende Spielräume haben. Das war jetzt Ihr erster Doppelhaushalt für das Bistum. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Der Anspruch war ein ausgeglichener Doppelhaushalt. Dieses Ziel ist erreicht. Insofern bin ich zufrieden, wenngleich wir für die Zukunft, nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt, natürlich weitere Herausforderungen sehen. Wir werden weiter priorisieren müssen, Schwerpunkte definieren. Und das wird die Aufgabe sein, die wir unmittelbar angehen werden im Hinblick auf den nächsten Doppelhaushalt. Der heilige Ulrich von Augsburg hat hier bei uns viele Fans. Das zeigt sich jedes Jahr bei der Ulrichswoche und noch mehr beim großen Doppeljubiläum, das im Juli startet und bereits seine Schatten vorauswirft. Im positiven Sinne, versteht sich. Aber nicht nur hier wird Ulrich sehr verehrt. Seine Bekanntheit reicht weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Meine Kollegin Julia Preuß hat sich deshalb auf eine viertägige Reise begeben. Von Augsburg über die Grenze nach Österreich, einmal quer über die Alpen und wieder hinab Richtung Südtirol in Italien. Das erste Ziel war die kleine Gemeinde Deutschenofen, wenige Kilometer von Bozen entfernt. Was dann folgte, waren viele weitere interessante Kirchen, spannende Menschen, tolle Geschichten und immer wieder der heilige Ulrich.
Da sitzt er nun, der heilige Ulrich, und blickt herab auf all die Menschen, die ihn verehren. Als mutigen Kämpfer, als sozialen Friedensstifter und als Mann von Welt. Und genau das ist es auch, was uns zu dieser Reise antreibt. Bei unserem Aufeinandertreffen mit Bistumshistoriker Thomas Groll berichtet er von zahlreichen Spuren des Heiligen, die weit über die heutigen Bistumsgrenzen hinausführen. Im Norden Italiens, in der Region Trentino-Südtirol, ist seine Verehrung besonders ausgeprägt. Ja, es ist ganz spannend, dass der mit denen, die dann nach Südtirol gegangen sind, also unter anderem waren Gastarbeiter unterwegs, die haben diese Verehrung des heiligen Ulrich mitgenommen. Die haben ihn in ihre Heimat angerufen, gegen Mäusefraß, gegen Fieber, gegen Lähmungen oder so und Tollwut. Und da hat man eben festgestellt, er hat in der Heimat geholfen, unseren Landen. Und wie sie dann eben nach Südtirol gegangen sind, haben sie ihn und die Verehrung mitgenommen. Ein anderer Bereich ist, die Fugger hatten da ihre Bergwerke und hatten auch Interesse, diese Bergwerke und die Arbeitenden unter den Schutz des heiligen Ulrich zu stellen. Augsburger Fugger ist ja auch diese Verbindung. Und die andere wichtige Geschichte ist noch, dass man zwar hier hat Wein anbauen können, schon in der Römerzeit, aber den hätte man nicht trinken können, wenn man nicht Honig beigemischt hätte. Also hatten alle, der Bischof, das Domkapitel, die großen Klöster, hatten ihre Weinberge in Südtirol und dort auch in ihre Ortschaften, wo sie dann auch die Ortsherren waren und dann natürlich damit auch den heiligen Ulrich exportiert. Das Ulrichskreuz, eine schlichte Nachbildung aus Olivenholz, soll uns begleiten. Das Werk von Heribert Muser wird unser Wegweiser in Italiens Norden sein und uns einen Zugang ermöglichen zur Verehrung des heiligen Ulrich jenseits der Alpen. Er ist damals nicht einfach in Augsburg ins Auto gestiegen und losgefahren. Die Reisen des heiligen Ulrich nach Italien waren laut Überlieferungen meist mühsam und langwierig. Schlechten Straßenverhältnissen und Wetterkapriolen ausgeliefert, dauerten sie oft mehrere Wochen. Uns empfängt Italien mit Sonnenschein. Glaubt man den Überlieferungen, so soll auch der heilige Ulrich mehrmals hier vorbeigekommen sein. Mindestens dreimal war sein Ziel Rom. Seine Pilgerreisen mit unzähligen Zwischenhalten sind historisch belegt. Deutschnofen ist unser erster Stopp. Schon des Namens wegen klingt vertraut. Und tatsächlich kamen hier im 12. Jahrhundert deutsche Siedler an. Nova Teutonica, zwischen Eisacktal und Latemar-Massiv, nicht weit von Bozen entfernt. Einige Theorien weisen darauf hin, dass die Einwanderungswelle auch aus dem Bayerischen stattfand, vielleicht sogar aus unserer Gegend. Das würde erklären, warum die Deutschnofer Pfarrkirche dem heiligen Ulrich geweiht ist. So waren es vielleicht die Augsburger selbst, die einst hier am Fuße der Dolomiten angekommen sind. Im Gepäck hatten sie ihren Bistumsheiligen. Den Mann, auf den sie schon in der Heimat immer zählen konnten. Uns empfängt ein zweischiffiges, spätgotisches Inneres aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Und trotz seines eher südländischen dichten Bartes ist der heilige Ulrich nicht schwer zu finden, denn er hält auch in Italien die Bibel mit dem Fisch in der Hand. Wahrscheinlich hat den bayerischen Siedlern von Deutschnofen das Vertraute in der Fremde Halt gegeben. Für uns war Deutschnofen nur eine kleine Stippvisite. Unsere allererste Begegnung mit dem heiligen Ulrich fernab der Heimat. Und wir ahnen bereits jetzt, dass in den nächsten Tagen der Reise noch viele weitere interessante Begegnungen folgen werden.
Unser Team ist also in Südtirol angekommen. Viele weitere spannende Orte und Begegnungen werden folgen. Weiter geht es auf unserer Spurensuche im Norden Italiens dann in der nächsten Sendung. Und in dieser Sendung geht es jetzt weiter mit den Kurznachrichten. Der leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günsthal, Ralf Tschech, ist von Bischof Bertram Meyer zum Dekan des Dekanats Memmingen ernannt worden. Übergangsweise hatte Tschech das seit Sommer 2022 vakante Dekanat bereits als Prodekan geleitet. Der neue Dekan ist wie üblich zunächst für 6 Jahre ernannt. Das Dekanat Memmingen besteht aus 9 Pfarreiengemeinschaften mit 42 Pfarreien und 3 Einzelpfarreien. Dekan Ralf Tschech wurde 1976 in Burgau geboren und im Jahr 2003 zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanszeit in Schrobenhausen war er ab 2005 als Benefiziat in Oberstdorf. Seit September 2007 leitet Tschech die Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günsthal. Die St. Anna-Kirche in Schondorf am Ammersee hat Reliquien von 2 ermordeten Priestern aus dem norditalienischen Bovis bekommen. Damit wurde ein Zeichen für Versöhnung und Völkerverständigung gesetzt. Am 19. September 1943 waren die 2 Priester bei einem von der deutschen SS verübten Massaker ums Leben gekommen. Auf dem Friedhof bei St. Anna befindet sich auch das Grab des damaligen Kommandeurs der SS, auf dessen Befehl hin 350 Häuser in Bovis niedergebrannt worden waren. 21 Bewohner kamen dabei ums Leben, darunter auch die 2 Priester Giuseppe Bernardi und Mario Gibaudo. Zur Übergabe der Reliquien war eine Delegation aus Italien nach Schondorf gekommen. Bischof Bertram Meyer bedankte sich für das kostbare Geschenk, das ein Zeichen inniger Verbundenheit sei, und erinnerte die Schondorfer an ihre Verantwortung. Denn Reliquien, so der Bischof, seien keine Schaustücke von Helden, sondern sollen ein Ansporn zum eigenen christlichen Zeugnis sein. In St. Peter am Perlach ist derzeit das Bildnis einer schwarzen Madonna zu sehen. Es wird während des gesamten Monats Mai in der Kirche hängen und soll ein Zeichen gegen Ignoranz und Intoleranz sein. Denn als die Palutiner vor kurzem die Kirche einer Niederlassung im afrikanischen Malawi mit dem Bild eines afrikanischen Künstlers der Knotenlöserin eingeweiht haben, gab es bei uns Stimmen, die von einer Diskriminierung hellhäutiger Menschen sprachen. Und dem wollen die Verantwortlichen entgegentreten. Es ist wirklich ein Protestbild, so war es gedacht, um solche Meinungen mit Diskriminierung, die einfach die historische Wirklichkeit nicht in Augenschein nehmen. Ich habe es so begründet. Maria war eine Orientalin. Ja, wir haben sie natürlich in der Kunst adaptiert, das ist auch in Ordnung. Und das gleiche Recht müssen wir auch anderen Kulturen geben. Das Bildnis drücke laut dem Bürgerverein St. Peter am Perlach die Solidarität mit allen dunkelhäutigen Menschen aus, die hier leben, aber auch mit allen Glaubensgeschwistern in Afrika. Das Bild wurde von dem Augsburger Künstler Bernhard McQueen gestaltet. Bei der Diözesanversammlung des Kolpingverbandes Augsburg wurden der bisherige Vorsitzende Robert Hitzelberger, Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer sowie die weiteren Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Außerdem wurde beschlossen, dass Kolping bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden soll. Dafür sind in den kommenden Jahren rund 4,5 Millionen Euro für energetische Verbesserungen, Photovoltaikanlagen oder den Umstieg auf Fernwärme geplant. Ein konkreter Fahrplan dafür soll bis nächstes Jahr vorgelegt werden. In diesen Tagen vom 11. bis 15. Mai stehen die Eisheiligen wieder im Kalender. Heilige, deren Gedenktage immer Mitte Mai begangen werden. In Süddeutschland beginnen die Eisheiligen traditionell mit Pankratius am 12. Mai. Dann folgen Servatius, Bonifatius und Sophia. Der Begriff Eisheilige kommt daher, dass es Mitte Mai ganz oft zu einem Kälteeinbruch mit Nachtfrost kommen kann, sodass die Bauern früher mit der Aussaat bis nach dem 15. Mai, dem Gedenktag der kalten Sophie, gewartet haben. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es weiter mit dem Fahrrad statt dem Ochsenkarren, so das Motto einer Fahrradtour durch das Bistum. Und Herr Braun sucht den Glauben. Das alles im Marienmonat Mai. 5 Tage lang mit dem Radl unterwegs sein und den Spuren des heiligen Ulrich folgen. Das hat eine Gruppe von Radlern unter dem Motto Fahrrad statt Ochsenkarren in dieser Woche getan. Los ging's in Markt Oberdorf über Kempten, Nersingen und Neuburg an der Donau, schließlich nach Augsburg. Wir haben die Wallfahrer ein Stück ihres Weges begleitet.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Selten dürfte dieser Spruch so zutreffend gewesen sein wie bei der mehrtägigen Radwallfahrt auf den Spuren des heiligen Ulrich. Das regnerische Wetter war auch ein Thema beim gemeinsamen Gottesdienst in Nersingen in der Kirche St. Ulrich. Bischof Bertram Mayer drückte seinen Respekt vor den Frauen und Männern aus, die rund 90 Kilometer von Kempten aus hierher mit dem Rad zurückgelegt hatten. Es war auf keinen Fall einfach, weil es nur einmal am Tag geregnet hat. Aber ich finde es ganz toll, diese Unternehmung, nämlich St. Ulrich per Rad in der Diözese zu erkunden. Die Stationen sind ja jeweils Ulrichskirchen, so auch heute hier in Nersingen. Und während Ulrich auf beschwerlichen Wegen mit dem Ochsenkarren gefahren ist, sind jetzt Leute mit ihrem Fahrrad, auch mit E-Bike und allen technischen Hilfsmitteln unterwegs. Und jetzt ist mal Ulrich von anderer Perspektive. Ich finde das eine ganz klasse Idee. In seiner Predigt sprach Bischof Mayer unter anderem über das Leitwort des Ulrichsjubiläums, mit dem Ohr des Herzens. Und er sprach auch die Radwallfahrer direkt an. Sie seien dem heiligen Ulrich nahe, der ebenfalls hunderte Kilometer durch das gesamte Bistum gefahren war. Damals allerdings mit dem Ochsenkarren. Die Wallfahrer selbst haben trotz der widrigen äußeren Bedingungen viel Freude an ihrer Tour. Ich fahre sehr, sehr viel Fahrrad, mache auch Radeltouren. Ich finde es toll, diese Gemeinschaft. Wir haben den Pater Willi von Maria Baumgärtle, beziehungsweise jetzt aus Salzburg. Und der begleitet uns sehr schön. Die meisten Leute kenne ich von der Pfarrei. Es macht Spaß, gemeinsam unterwegs zu sein. Es hat schon geregnet beim Start. Darum haben wir den ersten Impuls schon im Haus noch gemacht. Dann sind wir losgeradelt und es war spannend. Die Iller war überschwemmt, haben Sie gesagt? Die Iller war überschwemmt. Die ersten 10 Kilometer sind wir wirklich fast Hochwasser gefahren. Und Schmutz und Dreck. Und dann war es wieder ein bisschen besser. Wir haben halt ganz viel Weihwasser abbekommen von oben. Also eigentlich schon von in der Früh bis jetzt. Sie sehen ja selber, also es war den ganzen Tag nass von oben. Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen. Rund 390 Kilometer lang ist die Strecke, die die Radler über Kempten, Nersingen und Neuburg an der Donau nach Augsburg führte. Für sie ging es aber nicht nur um sportliche Betätigung. Es war auch eine Wallfahrt, die mit geistlichen Impulsen und dem Besuch von unterschiedlichen Ulrichskirchen im Bistum hinführen soll auf das große Ulrichsjubiläum. Ganz nach ihrem Motto: Fahrrad statt Ochsenkarren, dem heiligen Ulrich mit dem Rad begegnen. Alle Beiträge zum heiligen Ulrich finden Sie übrigens auch auf unserer Homepage unter katholisch1.tv/Ulrichsjubiläum. Haben Sie es gemerkt draußen, wie die Luft nach Frühling duftet? Der Monat Mai hat doch immer etwas von Aufbruch. Die Natur blüht jetzt in ihrer ganzen Fülle. Die Tage werden immer länger und auch wärmer. Alles wirkt lebendiger. Eng mit dieser Pracht und Schönheit verbunden ist auch das Gedenken an Maria, die Gottesmutter. Sie steht auch für Fruchtbarkeit. Schließlich hat mit ihr die neue Schöpfung ihren Anfang genommen. Der Monat Mai ist ihr gewidmet und das kann man überall im Bistum spüren. Jeden Tag erwacht die Natur ein bisschen mehr zum Leben. Davon soll auch Maria im Augsburger Dom etwas haben. Schließlich ist sie es, die als schönste Himmelsblüte bezeichnet wird. Und so bauen ihr die Mesner zum Marienmonat Mai einen Blumenaltar. Als Ausdruck der Verehrung, aber auch als Zeichen für Aufbruch und Lebensfreude. Die Blumen ergeben sich daraus, was es einfach jahreszeitlich bedingt gibt an Blumen. Und im Moment sind einfach die Hortensien das, was man auch deswegen traditionell verwendet. Dafür die Farben, es soll bunt sein, bei uns ist von Haus aus ein bisschen dunkel herinner, dürfen es ruhig hellere Farben sein, damit es ein bisschen wirkt. Der Mai gilt traditionell als Marienmonat. Die Mutter Gottes ist Sinnbild für die Kraft des Frühlings. Bayern hat sie sogar zur Patrona Bavaria, zur Schutzpatronin des gesamten Bundeslandes gemacht. Gerade auf dem Land, wie hier in Kirchdorf im Unterallgäu, ist sie häufig anzutreffen und die Menschen suchen ihren Beistand. Ich habe ein großes Vertrauen zu Maria. Das ist immer mein Anker, mein Halt. Und das habe ich von meiner Mama gelernt, die, wenn Sorgen gehabt hat oder Probleme oder was auch immer, das hat man manchmal als Kind gar nicht so mitgekriegt, dann ist sie nach Altenburg, das ist die Wallfahrtskirche bei Mosach. Und wenn sie heimkommen ist, dann war die Mama total ruhig und entspannt
Und das habe ich dann auf meinen Lebensweg mitgenommen. Maria als Beschützerin, offen für Sorgen und Nöte. Darum geht es auch im Wallfahrtsort Maria Vesperbild in Ziemetshausen. Die im Wald gelegene Fatima-Grotte zieht jedes Jahr tausende Gläubige an. Die Kerzen und Votivtafeln zeugen davon. Heute hingegen ist es ganz ruhig. Für Wallfahrtsdirektor Erwin Reichardt hat auch das seinen Reiz. Für ihn strahlt die Mutter Gottes eine große Kraft aus. Als Mutter Jesu, die Jesus ganz besonders nahe war, 9 Monate sogar war er in ihrem Mutterleib, da ist eine ganz intensive Beziehung da. Und ich glaube, von daher spielt Maria natürlich eine ganz besondere Rolle. Natürlich sagt Jesus ja auch einmal, die Kleinsten werden im Himmel die Größten sein. Maria, die ja unglaubliche Opfer gebracht hat, die sich für Jesus sehr, sehr klein gemacht hat, die sogenannte demütige Magd war, die ist also im Himmel die Größte offensichtlich. In der Klosterkirche Maria Stern in Augsburg ist Maria ein Teil der Gemeinschaft. An sie richten sich die Gebete der Franziskanerinnen. Jesus Christus, aber auch seiner Mutter, haben die Ordensschwestern ihr Leben und Wirken gewidmet. Seit 1632 sind wir das Kloster Maria Stern. Und von da an hat auch jede Schwester, die zu uns gekommen ist, den Namen, zum ersten Namen Maria bekommen. So habe ich also bei meiner Einkleidung, das war schon eine Zeit lang her, habe ich den Namen Maria Ludovica bekommen. Und so hat jede Schwester den Namen Maria als ersten Namen. Überhaupt sind es häufig die Frauen, die Maria besonders nahe stehen. Und Anlass zur Anbetung gibt es zuhauf. Über 30 Mariengedenk- und Feiertage kennt die katholische Kirche. Und einen ganzen Monat Mai. Zu Ehren der Mutter Gottes. Was würden Sie sagen? Passen Glaube und Witz, Kabarett und Theologie zusammen? Oder muss man das ganz streng trennen? Wir haben uns dazu einen Experten auf beiden Gebieten geholt, den Herrn Braun. Als Comedian ist er weit über die Grenzen Augsburgs bekannt. Er hat aber auch noch eine andere Seite. Roland Krabbe alias Herr Braun ist studierter Theologe. Und so macht er sich künftig einmal im Monat für uns auf die Suche nach dem Glauben. Sehen Sie nun einen kleinen Vorgeschmack auf unsere neue Rubrik, die nächsten Sonntag startet. Wenn ich gefragt werde, Herr Braun, glaubst du eigentlich an Gott? Kann ich auf die Schnelle keine Antwort mehr geben. Ja klar, sage ich, aber dieses kleine Wörtchen Gott, nur 4 Buchstaben. Aber jeder versteht etwas anderes darunter. Eine Energie, eine Kraft, die unser Leben lenkt, eine wie auch immer aussehende Person. Glaube, oft so ein Irgendwo, Irgendwie, Irgendwas. Aber was bedeutet er konkret? Ich möchte mich auf die Suche nach meinem Glauben begeben. Orte, Menschen und Erlebnisse Revue passieren lassen, die mich in meinem bisherigen Leben geprägt haben. Aber warum gerade ich? Mein Name ist Herr Braun, ich bin Kabarettist, aber ich habe auch Theologie studiert, wollte einmal Mönch werden, habe eine Zeit lang im Kloster gelebt, mich dann aber für einen anderen Weg entschieden. Aber diese Frage, diese Suche nach Gott, die ist bei mir bis zum heutigen Tag. So viele Fragen, spannende Fragen, kommen Sie einfach mit. Ich bin gespannt. Ich freue mich natürlich, wenn Sie nächsten Sonntag auch wieder dabei sind und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Tschüss!